Und willkommen im Zirkus der Sensation. Frank will heute versuchen, einen Lautsprecher zu zaubern. Und was braucht er dazu? Er nimmt sich einen Bass. Jawohl, ein wunderbares Stück. Und weil das nicht reicht, nimmt er sich noch einen Bass. Jawohl, so sieht das aus. Und dazu vielleicht noch einen kleinen Hochtöner. Ja, der Hochtöner, der darf nicht fehlen. Und natürlich das Gehäuse. Dafür ein bisschen Holz. Und jetzt Trommelwirbel! Und... Ja, wunderbar, das hat der Frank wieder toll hingekriegt. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer herkommt, in Franks Zirkus heute. Ja, ihr habt ja gesehen, ich kann zaubern, nur aus ein paar Chassis und ein Stückchen Holz kann ich ruckzuck so einen Lautsprecher zaubern. Ja, so ist das manchmal. Naja, nicht ich habe gezaubert, sondern der Herr Bauer von Blue Planet Akustik, der hat mir sein Labormuster mal zugeschickt von diesem Lautsprecher. Das ist die Basic Line doppelt. So heißt das gute Stück. Bisschen sperrig, finde ich, der Name. Aber was hilft's? Und ja, die hat er mir mal zur Ansicht geschickt, ohne Weiche. Ich möge da mal eine eigene Weiche mal konstruieren und dann mal vergleichen mit der Weiche, die er auf seiner Website dafür angibt. Das werde ich gerne machen. Das wird in einem der folgenden Videos auch passieren. Da schauen wir uns das gute Stück einfach mal näher an. Ja, wie komme ich denn jetzt eigentlich dazu? Kann ich euch sagen. Eigentlich wollte ich nur den AMT haben, den AMT 50, der hier verbaut ist. Das ist ja mit der günstigste AMT, der in Deutschland erhältlich ist. Der kostet das Stück zurzeit 35 Euro. Und der wurde mir von euch auch schon ein paar Mal vorgeschlagen. Der soll wohl ganz gut abliefern, soll super laufen. Und ja, da habe ich gedacht, Mensch, das wäre was für ein Projekt von mir, was ich da vorhabe. Und zwar will ich diesen AMT, hier ist er, verheiraten im Grunde mit den Breitbändern, die ich hier schon seit Wochen liegen habe und schon für so ein paar andere Sachen auch benutzt habe. Daran hatte ich euch Line Array erklärt und auch Apolito, das Apolito-System. Und ja, ich suchte noch einen Partner halt als Hochtöner für diese Breitbänder. Und da kam ja dieser kleine AMT genau richtig, dass man den vielleicht mal so in so ein Zentrum reinsetzt zwischen 8 Breitbänder. Oder vielleicht dann doch nochmal das Thema Apolito angeht oder sowas. Wie auch immer, das ist das, was ich vorhatte. Das war auch mein Telefongespräch. Da sagte ich, Herr Bauer, so heißt er, der Chef von Blue Planet Akustik, ich bräuchte mal 2 AMT 50. Haben Sie die mal für mich? Ja, das Gespräch ging etwas länger und bekommen habe ich dann letztendlich von diesen AMTs 2 Stück, wie gewünscht. Dankeschön dafür nochmal. Aber auch dazu, 4 von diesen 4 Zoll Bässen habe ich extra lose bekommen. Ja, und damit soll ich einfach mal was machen und tun. Ich hätte mir auch wärmstens ans Herz gelegt, diese kleinen 4 Zöller, auch die sind super günstig. Wird was kommen, werde ich was mitmachen, versprochen. Und natürlich dazu halt noch dieses Labormuster habe ich halt bekommen. Das schicke ich aber wieder zurück, wenn ich damit fertig bin. Das war auch zur Ansicht, damit ich erstmal kein Gehäuse bauen muss. Dann schauen wir mal. Heute ist das Thema halt dieser AMT und nichts anderes. Also vergesst das Gehäuse im Grunde, vergesst die Bässe, die eingebaut sind. Heute machen wir nur Hochtöner und ich werde den aber testen. Ich nehme jetzt der hier eingebaut ist. Den werde ich testen. Ich werde den AMT also heute nicht in meine große offene Schallwand reinbauen, sondern das schauen wir uns einfach mal am echten Objekt an, in einer normalen Schallwand. Von der Breite her und so weiter. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Wie sieht der Frequenzgang dann aus? Ich denke mal, das können wir machen. Frequenzgang, Winkel, Impedanzverlauf und so weiter und so fort. Und wie in der letzten Woche schon bei dem, ich sag mal, Edelhochtöner, werden wir auch noch mal ein bisschen mit einer Weiche spielen. Was ich mir da so denke, was für eine Weiche ich davor kloppen würde, damit das Ding einigermaßen vernünftig spielt. Ja, dann haben wir alles bei. Moment. Das war die Regie. Wir gehen erstmal in die Werbung.
Ja, was sitze ich jetzt hier rum? Das ist der Werbeblock. Normalerweise seid ihr ja immer Werbung gewohnt. Ich schalte ja 3 bis 4, je nach Länge des Videos, Werbeblöcke, die YouTube dann frei belegt, sage ich mal, mit irgendwelchen Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe. Heute lasse ich mal den ersten Werbeblock weg, weil ich da im Grunde Einfluss nehmen kann. Auf eine Firma, mit der ich eine super positive Erfahrung hatte. Ich habe da was eingekauft. Es geht hier um die Firma, die ich hier einblende. Firma Sanmond. Und ja, ich denke mal, ihr kennt es auch. Zurzeit reicht das Gas im Winter, müssen wir alle frieren. Und ich wollte nur zur Warmwassererzeugung zusätzlich mir so ein paar Solarthermie-Kollektoren aufs Dach bringen. Also nur für Wasser jetzt, nicht für Strom. Ich habe schon Wochen rumgeguckt. Manche Firmen antworten gar nicht. Bei anderen geht keiner ans Telefon. Dann sind die Preise utopisch. Oder wirklich Billigprodukte nur drin. Für einen überhöhten Preis. Ja, bis ich auf Firma Sandmann gekommen bin. Dort habe ich ein Komplettpaket gesehen, was für mein Haus jetzt passend ist. Ich habe das online bestellt, auf dem Wochenende. Habe dann leider aber auf dem Montag eine Stornierung bekommen, auch wegen der Lieferbarkeit. Aber mein PayPal-Geld zum Beispiel, was ich da schon überwiesen hatte an dem Wochenende, war auch sofort wieder da. Da gab es überhaupt keine Fragen, keine Rückfragen. Mein Geld war wieder da. Ich hatte wieder Verfügung drüber. Und ja, ich habe gedacht, da rufst du jetzt mal an. Hatte die Frau Tela am Telefon, das ist glaube ich die Inhaberin oder Geschäftsführerin dort. Und ja, habe ihr mein Leid geklagt mit der Solaranlage. Und die hat sich dermaßen da reingeworfen, Sachen zusammenzusuchen, Sachen zusammenzukriegen und mir doch noch ein Angebot machen zu können. Das habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht erlebt, dass eine Firma sich da so reingeschmeißt. Und das ist eine positive Erfahrung, die ich jetzt hier einfach mal kundtun wollte. Also wer selber gerade mit dem Gedanken spielt, mit Solarthermie ein bisschen was zu machen, um so ein bisschen mehr auf der sicheren Seite zu sein, dass der Hintern im Winter warm ist oder dass zumindest warmes Wasser aus der Leitung kommt. Und wenn es nur 25 Grad hat, das reicht ja, der sollte sich da vielleicht mal umschauen bei der Firma Sanmond. Ich verlinke euch das nochmal unter dem Video, die Firma. Könnt ihr selber mal rüberschauen. Die machen nicht nur Solarkram, die machen auch Sanitär, Heizung, Fußbodenheizung und sowas. Da sind die wohl unterwegs. Ich bin hochzufrieden. Ich kann jetzt meine Anlage innerhalb kürzester Zeit bekommen. Ja, und was will ich mehr? Astrein nach wirklich miesen Erfahrungen, die ich da jetzt mit anderen Firmen hatte, hinsichtlich Kundensupport, Service und sonst was. Eine echte Perle. So, und jetzt weiter im Video. Und an alle Moralwächter bei YouTube, die nicht wissen, wie YouTube funktioniert. Ich habe dafür kein Geld bekommen. Die Werbung lag mir echt am Herzen. So, so viel dazu. Aber wir wollen uns ja um den AMT kümmern. Gemessen habe ich dieses Mal schon im Vorfeld. Ich habe mich da so ein bisschen hingesetzt, gefummelt, gemacht und getan. Das System war wieder abgeglichen. Das heißt, es ist ein 4-Ohm-Teil. Das schauen wir uns auch gleich an. Und 4 Ohm. Chassis misst man mit 2 Volt Eingangsspannung. Ja, dementsprechend habe ich das gemacht. Allerdings dieses Mal in 70 cm Abstand. Das heißt, die Linien, die wir gleich sehen, vom Schalldruckpegel, werden 3 Dezibel zu hoch angezeigt. Nur mal wieder als Hinweis, weil ihr ja manchmal sehr, sehr auf den Schalldruck achtet. Also wie gesagt, System ist abgeglichen in dem Sinne, die Linien sind umgerechnet auf 1 Meter quasi 3 dB zu hoch. Los geht's. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns hier mal den Impedanzgang an. Tja, und das ist einfach eine Linie. Das ist schon sehr, sehr interessant. Das Ding hat 4 Ohm, sagen wir mal. So eine Resonanzfrequenz kann ich AMT-typisch gar nicht sehen. Mit viel Wohlwollen sehe ich hier so eine leichte Beule drin. Ja, das sind hier aber kleine Ahnung, 0,3 Ohm, wo das Ding hochgeht oder sowas. Also man kann wirklich sagen, dieser Hochtöner verhält sich wie ein Stück Draht mit 4 Ohm oder wie ein Widerstand mit 4 Ohm. Mehr passiert da nicht. Ist aber auch AMT typisch. Da sind keine großen Resonanzgeschichten im Spiel im Normalfall. Da mag zwar eine leichte Welligkeit hier und da mal sein, aber im großen Ganzen laufen die Dinger wie ein Strich. Das ist schon mal ein großer Vorteil von AMTs, weil die lassen sich dadurch bei einer Weiche sehr, sehr schön bearbeiten. Ihr wisst ja, dass Weichenbauteile auf der Impedanz dieses Chassis arbeiten letztendlich.
Und wenn der Widerstandsverlauf eines Chassis sehr, sehr, ja, eine Berg- und Talfahrt ist, sagen wir mal so, oder bei Bässen immer diese Überhöhung untenrum, da wird es schwierig, eine Weiche abzustimmen. Bei AMTs ist das meistens, ja, fast nach Lehrbuch, möchte ich sagen, kann man eine Weiche bauen. Ja, so kann man es ausdrücken. Okay, also so viel zum Impedanzverlauf. Es ist ein 4-Ohm-Chassis, das sehen wir hier. Was sagt das Datenblatt? Datenblatt haben wir in dem Sinne gar nicht bei dem Stück. Wir haben hier nur so ein paar Angaben, ab wo er eingesetzt werden soll, also ab 3 kHz. Und natürlich die Impedanz mit 4 Ohm. Ja, und diese 4 Ohm Impedanz, die konnten wir jetzt ja auch hier in unserer Messung klar wiedererkennen. Fertig. Kommen wir zu den Messungen. Die erste Messung, die ich gemacht habe, war direkt auf Achse. Das heißt, das Mikrofon stand direkt in 70 cm Abstand vor dem Hochtöner. Und ja, das ist im Grunde dann dieser Frequenzgang hier. Der ist nach oben hin, ja, nicht nur leicht, sondern kräftig ansteigend. Aber man muss da auch, ja, zur Entschuldigung sagen, er schwingt sich auf, hier so ab 2,5 kHz. Er hat eine gewisse Welligkeit. So what? Tonale Unterschiede hört man manchmal gar nicht so. Und ja, dieser Anstieg, dieser Buckel, den ich hier habe, der passiert dann erst so ab, na, 12, 13 kHz. Da geht er nochmal hoch. Frage, was spielt sich in der Musik da oben ab? Nicht viel. Er mag so das Glitzern ein bisschen verstärken, sagen wir mal so. So kann man es ungefähr sagen. Eins muss ich aber auch sagen, diesen Buckel hier oben, über den wir gerade gesprochen haben, den kann ich nicht ganz nachvollziehen. Hier auf der Webseite in dem Frequenzgang, nur leicht. Ich sehe hier auch einen Buckel, der hochgeht. Ich sehe auch nochmal einen Einbruch. Aber insgesamt ist das hier ein bisschen moderater dargestellt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich hier im Gehäuse selbst bin. Aber das glaube ich nicht, nicht in diesen Frequenzhöhen. Nun denn, der Hochtöner, der da drin ist, sieht genauso aus, wie ich es gemessen habe. Zack, und zwar so. Okay. In dem Video, was ich mal zum Thema AMT gemacht habe, da waren AMTs verbaut, die waren, ja, ich sag mal, ähnlich breit, aber viel, viel länger. Und da haben wir uns angeschaut, das Abstrahlverhalten. Einmal in der Höhe, in der vertikalen und dann nochmal in der Breite, in der horizontalen. Und da haben wir damals schon erkannt, dass die langen AMTs ja, sich aufgrund einer Auslöschungserscheinung, sage ich mal, wenig die Decke und den Boden anstrahlen. Das heißt, es gibt weniger Reflexion im Raum und die Dinger sollen halt super klingen. Wenn ich mir diesen AMT jetzt anschaue, der ist sehr, sehr kurz gehalten. Und da sollte dann nach Adam sein Riesen im Grunde dieser Effekt nicht ganz so stark da sein. Aber trotzdem ist es ein rechteckiges Profil. Das heißt, wenn ich in der Vertikalen messe, dann sollte im Grunde da schon eher ein Abfall drin sein unter Winkelmessung als in der Horizontalen. Schauen wir uns an. Habe ich gemacht. Fangen wir an mit der 30-Grad-Messung in der Vertikalen. Also in der Vertikalen tatsächlich im Grunde, ich höre von oben so ein bisschen rauf. Da habe ich diese Messung gemacht. Da läuft das Ding im Grunde fast gerade. Verglichen mit der 30-Grad-Messung in der Horizontalen. Die habe ich hier. Ja, sieht ein bisschen anders aus hier. Hier ist ein ordentlicher Buckel, der sich gebildet hat. Da kann ich jetzt noch nicht genau sagen, woran es liegt. Aber ich denke mal, dieser Buckel ist jetzt tatsächlich ein Effekt des Gehäuses. Das würde ich jetzt nicht an dem Hochtöner festmachen. Ich denke, das liegt am Gehäuse und wir haben ja absichtlich das Ding heute mal in ein Gehäuse geschnallt. Okay, auch hier ein recht gerader Verlauf. Da würde ich schon mal sagen, der Hochtöner lässt sich unter 30 Grad Winkeln in jeder Richtung sehr, sehr gut hören. Also kommen wir schon mal zum ersten, ja, Punkt der Aufstellung. Wenn ich diesen Lautsprecher aufstelle, dann muss ich den nicht unbedingt auf meine Ohren ausrichten. Der darf auch gerade an der Wand stehen. Also für alle, die zu Hause auf Ordnung achten und alles muss gerade stehen, ne? Auch die Lautsprecher, da wird das schon mal ein ganz guter Kandidat, weil er dann seine etwas überzogenen Höhen ganz oben im Hochtonbereich so ein bisschen runternimmt. Gar nicht mal so übel, oder? Okay, machen wir das Ganze nochmal mit 60 Grad. Auch da habe ich zwei Messungen. Einmal wieder in der Vertikalen. Da könnt ihr sehen, ja, der fällt hier ganz ordentlich ab. Ganz gleichmäßig, wenn ich hier so eine Gerade reinziehe, so ab 3 kHz ist schon Schluss. Er fällt ab. Ja, und wie sieht jetzt die 30-Grad-Messung in der Horizontalen aus? Da soll er ja eigentlich mehr Pegel bringen. Das mit dem Abfall hier in der Vertikalmessung, das war ja ganz in Ordnung.
Das bedeutet, er schiebt jetzt weniger Energie an Decke und Boden unter Winkeln. Ja, und in der horizontalen sieht es so aus, dass er hier doch deutlich mehr noch schiebt und erst ab 8 kHz mit seinem Abfall beginnt. Also das ist schon mal ein super Verhalten. Also nochmal zum Wiederholen. Dieser Hochtöner wird ab 3 kHz leiser mit den Tönen, die nach oben und unten gehen. Decke und Boden werden nicht so stark angestrahlt. Aber er wird erst ab 8 kHz leiser, wenn ich hier zur Seite gehe. 30 und 60 Grad. Und das war ja, wie gesagt, jetzt hier die 60 Grad Messung. Und da läuft er noch gut durch bis 7, 8 kHz. Gar nicht mal so übel. Also auch da wieder, was ich gerade schon sagte, die Aufstellung. Da muss man, da kann das Ding ruhig gerade an die Wand stellen. Ihr könnt unter ordentlichem Winkel hören. Aber die Ohren sollten sich ungefähr in Hochtönerhöhe aufhalten. Von der Höhe her. Ja, tippitoppi, würde ich sagen. Nun denn, wie habe ich weitergemacht? Ich bin jetzt mal wieder von dieser Messung ausgegangen. Das war ja die ursprüngliche 0-Grad-Messung in 70 cm Abstand. Und jetzt habe ich gedacht, Frank, jetzt mach doch mal dazu einfach eine Weiche. Einfach eine Weiche heißt bei mir wieder, hier, nach Lehrbuch, habe ich letztes Mal auch schon hochgehalten, die Tabellen, die da drin sind, einfach eine Lehrbuchweiche rausgenommen. Ja, und wenn ich mir den Frequenzgang so anschaue, also so richtig loslaufen tut das gute Stück erst bei 2,5 kHz. Ja, und dann habe ich mir gewählt eine Trendfrequenz von 4. Weil ganz ehrlich, und auch das muss man sagen, das ist jetzt nur ein 35 Euro AMT. Aber auch bei 350 Euro AMTs ist es typischerweise ganz oft so, dass die untenrum nicht mehr so ganz viel Abstrahlleistung haben, möchte ich mal sagen. Bei Kalotten, da überschlagen sich dann die Meldungen immer, dass sich das Ding noch tiefer einsetzen kann und das hat noch eine tiefere Resonanzfrequenz und die Kalotte läuft schon ab 1 kHz oder 1,5 kHz und so weiter und so fort. Und das sind so Schlagworte, die hört man bei AMTs nicht. Und das muss man leider auch so sagen. Eine AMT ist sinnvoll einsetzbar, eigentlich erst bei höheren Frequenzen. Das geht bei besonders tollen AMTs vielleicht bei 2,5 kHz erst los. Ja, und der hier, den würde ich, wie gesagt, sinnvoll erst ab 3,5 bis 4 kHz einsetzen. Ich habe jetzt meine 4 kHz Weiche mir da zusammengefummelt. Einfach nach Lehrbuch und gemessen. Ich habe nicht irgendwie rumgefummelt groß. Lehrbuch reingeguckt und da sehe ich hier Friedemann Hausdorf, sein Buch, 4000 Hertz, 10 Mikrofarad bei einer Weiche erster Ordnung. Das heißt einfach nur, habe ich hier sogar noch hängen, einfach nur im Grunde ein Kondensator davor klemmen, 10 Mikrofarad vor den Hochtöner. Lass uns schauen. Da habe ich hier die 0 Grad Messung. Und da seht ihr, ja, der zieht so ein bisschen, das geht ja aber noch ziemlich weiter flach raus. Okay. Und bei der 30 Grad Messung, die können wir uns auch anschauen, die habe ich hier. Da rückt er hier sogar wieder ein bisschen hoch. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein Problem hier von der Messung selbst im Raum. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkam. Und er hat natürlich deutlich weniger Hochtonpegel hier oben. Das ist schon fast gerade. Aber würde ich einen solchen Hochtöner jetzt wirklich mit einer Weiche erster Ordnung betreiben, würde ich glaube ich nicht. Wenn ich so hoch trenne bei 4 kHz, dann würde ich da schon eine weiche höhere Ordnung nehmen. Das tut dem Hochtöner sicher ganz gut, wenn er nicht so viel tiefe Frequenzen nimmt. Und dementsprechend bin ich eigentlich der Meinung, sollte man da mindestens eine weiche zweite Ordnung nehmen, also eine 12 dB Weiche. Ja, und die habe ich mir auch rausgesucht gehabt. Gleiche Trennfrequenz, 4000 Hertz. Da müsste ich nehmen einen Kondensator von 7 Mikrofarad und eine 0,22er Spule. Ich habe jetzt 6,8 genommen, liegt hier glaube ich noch, jawohl, 6,8. Und hier ist noch die Spule, die ich jetzt natürlich hier so nicht mit angeklemmt habe. Das ist ja mein 6 dB Aufbau hier. Also das habe ich auch durchprobiert. Schauen wir einfach mal. Also weiche zweite Ordnung auf 0 Grad ist das hier. Das können wir jetzt nochmal vergleichen mit der Weiche erster Ordnung. Das war diese. Zack. Ja, da seht ihr schon, dass die Weiche zweiter Ordnung selbst bei gleicher Trendfrequenz hier schon deutlich früher runterzieht. Ich versuche die jetzt mal beide auf dem Bildschirm zu bekommen. Ich mache mal so. Stell mir das nochmal ein bisschen alles ein hier. Kleinen Moment, wir sind gleich soweit.
So, und jetzt haben wir hier mal die für uns interessanten Messungen auf dem Bildschirm. Das ist einmal ohne Weiche diese obere Linie in Orange. Und dann gehen wir einfach nochmal durch. Wir haben hier die Weiche erster Ordnung auf 0 Grad. Wir haben die Weiche zweiter Ordnung auf 0 Grad. Das ist diese. Sieht deutlich besser. Und wir haben dann die Winkelmessung unter 30 Grad. Einmal die Weiche erster Ordnung hier und die Weiche zweiter Ordnung hier. Ja, und ich denke mal, das hier ist mit das Schönste, was gemessen wurde. Ich gehe nochmal jetzt direkt auf das Bild. Die Weiche zweiter Ordnung unter 30 Grad ist das hier. Hier unten habe ich einen Störpegel gehabt, der stört aber die Messung nicht. Und da könnt ihr sehen, wie das Ding so reagiert. Und da kann man sich jetzt vielleicht auch vorstellen, wenn ich da jetzt einen Bass ankoppele, ja, dass der hier vielleicht noch ein bisschen auffüllen darf, dann auch langsam wegbügelt. Da muss man sehen, wie man es rankriegt. Aber das Verheiraten mit einem Bass oder Mitteltöner soll ja heute nicht das Thema sein. Bisschen seltsam finde ich immer noch diesen Buckel hier, aber wie gesagt, ich denke, der kommt vom Gehäuse. Der tatsächliche Abfall, der sollte, glaube ich, hier so laufen etwa. Und diesen Buckel können wir vergessen. Was vielleicht noch interessant ist, wie sehen die Verzerrungswerte aus? Weil das ist manchmal bei günstigen Hochtönern ein Grauen. Die Dinger machen mehr Verzerrung, als sie nachher Signal wirklich wiedergeben. Lass uns schauen. Auch das ist kein Thema. Ich gehe hier nochmal auf die Standardmessung. 0 Grad ohne Weiche. Und ich drücke mal hier auf Distortion. Da können wir mal gucken. Ja, da haben wir das hier auf dem Bildschirm. Wie gesagt, mit einem Watt wirklich gemessen. Das System war dementsprechend kalibriert. Und wir haben hier, ja, mit vielleicht leichten Ausreißern liegen wir, ja, eigentlich bei 0,5%. Zum Großteil auch drunter und mit Ausreißern drüber. Wie gesagt, bei meiner Trendfrequenz, die ich gewählt habe, können wir das hier unten schon mal vergessen. Diesen Berg, der liegt zwischen 2 und 3 Kilohertz. Da würde bei meinem Aufbau, so wie ich ihn machen würde, jetzt schon die Weiche ziehen. Spaßeshalber kann ich mir das ja auch nochmal angucken. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Weiche zweiter Ordnung 0 Grad. Zack. Und da könnt ihr sehen, wie sehr hier die Verzerrungen runtergehen, weil er hier unten nichts mehr zu tun hat. Zack, zack, liegen sie hier unten. Dann vielleicht nochmal erste Ordnung 0 Grad Messung. Wie sieht das da aus? Ja, also wie gesagt, ich habe hier 0,1 bis 0,2% Verzerrung mit einer Weiche. Alles sauber, alles grün. Tipptopp. In der Hinsicht liefert das gute Stück wirklich ab. Ja, also ich würde sagen, das ist wieder so ein Kandidat. Der gehört eigentlich in jede Bastelkiste rein. Wenn man sich davon mal ein paar bestellt für 70 Euro, ich weiß, das ist auch Geld, aber da wird bestimmt das Projekt kommen, wo man das Ding verbauen kann. Wird bestimmt kommen. Nichts für zeitrichtige Konzepte, dafür ist die Trendfrequenz zu hoch und die Belastbarkeit vielleicht nicht hoch genug, weil ich das Ding nicht vernünftig mit 6 dB ankoppeln kann. Das fällt schon mal raus. Aber für eine ordentliche Hochtonunterstützung eines Mitteltöners oder kleinen Tiefmitteltöners, denke ich mal, ist das Ding eine super Wahl. Den kann man da einfach rüberkleben, anpassen. Wirkungsgrad, ach so, haben wir das jetzt eigentlich schon geschaut. Lass uns nochmal nach dem Wirkungsgrad gucken. Also wie gesagt, habe ich hier im Mittel, ich lege das mal hier so rein, ja, jetzt um die 90 Dezibel. Ich müsste jetzt aber aufgrund des Messabstands nochmal 3 abziehen. 1, 2, 3. Dann liege ich bei 87 Dezibel. Das heißt im Grunde, ja, der spielt nachher etwa so laut wie ein guter Bass. Den muss ich dann auch nicht groß einbremsen. Und von daher passt. Hochtöner sind oftmals ein bisschen lauter. Der Antrieb hier ist wahrscheinlich nicht ganz so kräftig wie bei anderen Dingern. Aber dafür sind die Verzerrungen auch gering. Okay. Wunderbar. Ja, ein kurzes Wort noch zu der Solarthermieanlage aus dem Werbeblock vorhin. Es ist alles schon gekommen. Ich blende euch mal ein Bild ein. Das liegt alles draußen auf meinem großen Terrassentisch. Ja, und Teil habe ich auch schon in den Keller gebracht. Hier die Solarpumpstation und die Steuerung und so ein Krams. Von daher alles angekommen, alles heile geblieben. Wunderbar schon mal. Aber ich muss es jetzt natürlich noch anbauen. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ein notorischer Selbermacher. Ich hatte meine Heizung sowieso schon komplett umgebaut, Speicher hingepackt und dies und das. Von daher eine Solarthermieanlage aufs Dach bringen, das kriege ich dann auch noch hin. Kein Thema, aber es dauert natürlich. Von daher werde ich jetzt erstmal aussetzen. 1, 2, 3 Wochen, ich weiß noch nicht wie lange.
Ich werde das Ganze in Ruhe machen, in aller Vorsicht. Und ja, ein bisschen einlesen muss ich mich für ein paar Sachen auch noch. Von daher, ja, ist bei mir jetzt erstmal quasi Sommerpause. Ihr könnt die Füße hochlegen. Ich bin auf dem Dach und bringe meine Solarthermieanlage an. Und dann sehen wir uns dann irgendwann wieder. Wer noch ein bisschen Spoiler braucht, ich kann gerne noch was spoilern. Natürlich diesen Lautsprecher, den wollen wir uns näher anschauen. Wir wollen da eine Weiche für machen. Wir schauen uns die Bässe auch nochmal an, die da verbaut sind. Und ja, es hat sich ja mittlerweile schon rumgesprochen. Die Bässe, die ich da letztens hatte von SP Acoustics und den Hochtöner aus der letzten Woche, die sollen alle dann ja in ein Projekt rein. Und dieses Projekt, so wie ich es zurzeit plane, ich will es jetzt noch nicht hundertprozentig versprechen. Da wird es eine passive Variante von geben. Nicht mit Bassreflex, sondern mit passiven Membranen. Also ganz so wie beim Original. Und eine Aktivvariante soll es geben. Diese Aktivmodule, die sind schon gekommen. Und auch die werden wir uns anschauen. Das ist von einer holländischen Firma. Hypix! Hypix! Oh, Mann, habe ich wieder einen Schnupfen heute. So, ich mache jetzt meine Sommerpause und bringe meinen Krams aufs Dach. Und ihr legt die Füße hoch. Ciao.